Du hast Probleme mit deiner Haltung, zum Beispiel so ein Anterior Pelvic Shift, also ein Beckenschub nach vorne, einen Rundrücken, ja, hast vielleicht auch irgendwie Probleme mit der Hüftstabilität, dann ist dieses Video genau für dich, denn ich zeige dir eine Übung, mit der wir all diese Probleme targetieren sozusagen, und es handelt sich um eine ganz klassische Trainingsvariation, die fast jeder kennt, und zwar den Seitstütz. Ich zeige dir allerdings mal ein paar Tipps, Tricks und Kniffe, um die Übung wirklich effektiv so zu gestalten, dass du nachhaltig schmerzfrei und leistungsfähig wirst. Weil bei diesen Problemen hier spätestens kommen wir mit Triggerpunkten nicht weiter, sondern wir brauchen wirklich aufeinander aufbauende funktionelle Kraftübungen. Und der Seitstütz ist ein sehr, sehr guter Einstieg. Mit den Informationen wünsche ich dir jetzt wie immer viel Erfolg. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Luke Brandenburg und ich bin Gründer des Medical Fitness Systems, welches dich dabei unterstützt, deinen Körper so zu optimieren, dass du unabhängig und frei von Ärzten und Orthopäden einen schmerzfreien Körper hast. Und wir kümmern uns mal um den Seitstütz. Wir haben ja im letzten Video kurz hier diesen kurzen Seitstütz besprochen, also den unbedingt nochmal gucken. Super zum Einstieg, super um mal seine seitliche Bauchmuskulatur kennenzulernen. Der Seitstütz selber, den kennt, glaube ich, jeder, der so mal, weiß nicht, irgendwann mal joggen war oder sich irgendwie mit Stabi-Training auseinandergesetzt hat, ne? So sieht das Ding aus. Und was die meisten Leute hier sträflich vernachlässigen, ne, ist der Oberkörper. Und du musst nämlich ein paar Sachen hier beachten, ne? Also erstmal ganz kurz, was macht die Übung? Die trainiert eigentlich deine laterale Muskelkette. Also unten den Fibularis oder Peroneus heißt der jetzt und dann den Gluteus Medius. Seitliche Bauchmuskulatur bis oben sogar deine Zwischenrippenmuskulatur und deine Schulter. Und diese Funktion, die musst du eben auch abfragen, weil ich sag mal, das Knie hier durchzustrecken und so, das kriegen die meisten noch hin. Ja? Den Fuß hier so ein bisschen abzuwinkeln ist dann schon schwerer. Und sobald es dann Richtung Hüfte und Core geht, wird es halt ziemlich, ziemlich schwer für die meisten Leute. Was du hier machen kannst, du kannst halt in eine Regression gehen. Und letzte Stunde haben wir diesen, ich sag mal, gekrümmten Seitstütz gemacht. Du kannst aber auch den langen Seitstütz auch auf den Knien absetzen. Und hier ist es einfach wesentlich einfacher, schon mal in diese Seitneigung der Brustwirbelsäule reinzukommen. Ja? Und dann ist wirklich wichtig, über die Nase ein, über den Mund aus, seitliche Bauchmuskulatur zu holen, Becken zu kippen. Die beiden Techniken, dafür unbedingt auch nochmal in den Haltungscoach gucken. Das ist mein kostenloses Videoprogramm, um dir den Einstieg in Medical Fitness so einfach wie möglich zu machen. Da habe ich es ausführlich erklärt, ja, weil das ist wirklich auch nochmal wichtig. Wird hier den Rahmen ein bisschen sprengen. Und dann kannst du sagen, wenn du das hier drauf hast, kannst du sagen, okay, jetzt nehme ich das hier mit und gehe dann hier hoch. Arm kannst du auch wieder nach vorne nehmen, ne, und dann hier wirklich rauskommen, Becken zur Decke. Ne, und wenn du willst, kannst du den Arm auch noch, das Bein auch noch abspreizen. Und damit hast du eine sehr, sehr effektive Übung, um deine Haltung zu korrigieren. Warum sind die seitlichen Bauchmuskeln so wichtig? Die laufen eigentlich hier auch über Kreuz. Du hast die seitliche Bauchmuskulatur, Transversus Abdominis, alle die werden trainiert. Und wenn du jetzt beispielsweise mal so standardmäßige Fehlhaltung hast, wie diesen Anterior Pelvic Shift, vielleicht das einhergehende Hohlkreuz, vielleicht diesen Rundrücken, dann ist das neben einigen anderen Muskeln eine Schlüsselmuskulatur, um hier vorderseitig wieder vernünftigen Druck aufzubauen. Die meisten Leute haben auch so eine Plauze, ne? Also schlechte Atemmechanik, nehmen wahrscheinlich zu viel Körperfett, keine Frage, aber eine vernünftige Brustatmung ist dann möglich. Viele Leute sind auch hier oben auf dieser Höhe stark überstreckt. Die stehen dann so, da ist das Hohlkreuz so ein bisschen nach oben gerutscht. Die haben dann starke Verspannung zwischen den Schulterblättern. Auch hierfür ist die seitliche Bauchmuskulatur extrem wichtig. Da werden wir aber auf den nächsten Videos noch mehr drauf eingehen, weil da erkläre ich dir, wie wir die gerade Bauchmuskulatur mal richtig abholen. Und ja, wenn das Video dir gefallen hat, vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben, das Video mit anderen Menschen zu teilen, und wir sehen uns morgen wieder zur nächsten knallharten Bauchmuskulaturvariation.